Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über meine Tour am Donnerstag, dem 14. März 2024, die ich von Venlo aus mit dem Fahrrad bis nach Dahlheim gemacht habe. So roundabout gute 40 Kilometer waren das. Ja, ihr seht die Karte oben rechts eingeblendet. Mit der Zugfahrt, weil ich bin von zu Hause aus bis Mönchengladbach mit dem Auto gefahren, habe dort am Hauptbahnhof geparkt, war übrigens 5 Euro auf dem Parkplatz direkt am Bahnhof und bin dann mit dem Zug bis nach Venlo gefahren. Ja, ihr seht, hier bin ich gerade angekommen in Venlo mit dem Euro-Dingsbumszug und der fährt jetzt auch schon wieder zurück. Ja, ich habe auf der Facebook-Seite Fahrrad-Fahren das als Veranstaltung auch kundgetan, dass ich eine Radtour machen werde am Donnerstag, dem 14.03. Hatte auch eine Person fest zugesagt, 2 wussten noch nicht. Und Treffpunkt war hier am Hauptbahnhof in Venlo. Ihr seht hier als Beweis, ich bin auch da. Es war so kurz nach 14 Uhr. Ich hatte auch 14 Uhr angegeben. Naja, gut, es war niemand da. Also bin ich dann losgeradelt in Richtung Fußgängerzone. Ja, es gibt hier also auch teilweise Bereiche, wo man durchaus mit dem Rad fahren kann, aber wie es auch bei uns so ist, bestimmte Zonen wieder nicht. Ja, hier ist eine Legende, dieser Plattenname Laden nennt sich Sounds. Der war schon in den 1970er Jahren bekannt. Hier habe ich mal die Öffnungszeiten extra für euch, falls ihr da mal hin möchtet. Also es ist ein genialer Laden. Ich war da selbst auch noch nie. Selbst nicht in den 70er Jahren, auch später nicht. Im Nachhinein muss ich sagen, bereue ich das. Ja, ich wollte hier nochmal einen Blick reinwerfen durch die Fensterscheibe. Also es ist ein echt großer Laden. Ich schätze mal, von der Eingangstür geht so locker 15, 20 Meter bis nach hinten durch, bis man am Ende ist. Und auch noch eine Etage höher. Ja, jetzt bin ich hier schon unterwegs in Richtung Zentrum, Fußgängerzone. Hier frische, selbstgemachte Fritten. Die wollte ich natürlich haben, also nichts wie hin. Habe ich mir eine Tüte geholt, waren gute 5 Euro. Naja, aber die Tüte war jetzt auch nicht so klein. Ja, dann hier der Rathausplatz. In Venlo, ich denke mal, das ist auch das Rathaus. Also wie gesagt, um Gottes Willen, falls jemand oder falls ich was Falsches sage, Asche auf mein Haupt. Ja, hier noch ein Schild, wie ihr seht, da ist dann eben Fahrradfahren nur zu Geschäftszeiten, wenn die zu sind. Wie bei uns also eigentlich auch. Ja, hier der Blick hier, ob das hier ein Hafen ist, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist hier nur so eine Wasserfläche, die irgendwie hier zur Auflockerung dienen soll. Ihr seht ja, ich denke mal, im Sommer wird da einiges los sein, ob man da auch reingehen kann, sich die Füße abkühlen oder weiß ich nicht, ob man da mal auch ganz körpermäßig da reingehen kann. Keine Ahnung. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Ihr seht natürlich hier schon, ich bin jetzt hier am Maasufer unterwegs. Klasse Radwege, sogar mit Mittellinie für Gegenverkehr. Also in die Richtung, wie ich fahre und auch in die Gegenrichtung. Ja, was soll ich dazu sagen? Niederlande, Radwege natürlich unschlagbar, ne?
Ja gut, jetzt ging es hier ein bisschen ab, aber immer noch als Radweg. Jetzt hier nicht mehr unbedingt gekennzeichnet auf dem Damm der Maas. Und ja, ihr seht hoffentlich vielleicht auch, die Maas hat ziemlich viel Wasser oder führt am Donnerstag, dem 14.03., auch noch sehr viel Wasser mit sich. Ja, hier geht es dann so ein bisschen an Tegelen vorbei. Wobei ich eigentlich das Ziel habe bis Venlo-Steil, das ist dann noch ein bisschen südlicher vom Ortsteil Tegelen, weil ich habe mir überlegt, wie komme ich recht Straßen, also mit wenig Straßenintensivität da gewechselt in das Waldgebiet. Aber erstmal hier die Fähre. Wer also auch noch mal mit der Fähre hier die Uferseiten wechseln möchte und da ein bisschen lang fahren will, was die jetzt kostet, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch mal so ein bisschen Zeitraffer gemacht. Also die fährt hier zwischen Barlow und dem Ortsteil Venlo-Steil. Ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ich weiß es nicht. Hier nochmal eine Frittenbude, wo man sich verpflegen kann auf der Tour in dem Ortsteil Steil. Also Fritten und Getränke. Ich hatte gedacht, falls ich in Venlo dann nichts Brauchbares finde oder nicht dazu komme, dann hätte ich hier also auch da an dieser Frittenbude nochmal entsprechend mich essensmäßig versorgt. Ja, jetzt bin ich hier auch einmal von dem Maasufer in Richtung Osten quer durch, um dann ja quasi das Grenzwaldgebiet hier anzufahren. Und ihr seht, jetzt bin ich auch schon da unterwegs, habe das Waldgebiet erreicht. Ich habe jetzt auch immer mal Zeitrafferaufnahmen reingemacht oder beziehungsweise das Videomaterial ist quasi jetzt im Gänze hier komplett in diesem Video so, wie ich es gefahren bin. Aber damit es nicht langweilig wird, habe ich das dann mal in Zeitraffer gemacht, damit ihr aber trotzdem auch mal sehen könnt, wie dieses Waldgebiet, was hier durchfahren wird, aussieht. Ne? Um auch mal so ein bisschen zu gucken, für euch interessant, wie sind die Wege. Ja, apropos Wege, ja, hier dann, ich weiß auch nicht, warum da rechts, da ist eigentlich ein besserer Weg hinter dem Zaun, was ja ein ehemaliges Militärgelände mal war, ist ja jetzt Naturschutzgebiet, Heidemoore und keine Ahnung, wie die alle heißen hier. Auf jeden Fall bin ich das dann lang und ihr habt gesehen, das ist hier so ein bisschen Schleichweg da am Zaun entlang. Es war dann mal ein bisschen unangenehm. Also das Fahrrad muss ich wieder putzen. Vor allen Dingen die Reifen, die Mäntel sind also echt dreckig, sieht echt Käse aus. Ja, und dann kommt hier das Drehtor, dass man dann auch wirklich endlich hier durch dieses ehemalige Militärgelände radeln kann. Natürlich sollte man auf die beziehungsweise auf den ausgewiesenen Wegen bleiben. Man weiß nicht, was da so alles noch an Übungsmunition irgendwo da rumliegt. Ja, das ist dann jetzt der Brachter Wald. Man kann auch hin und wieder noch diese Material, ich weiß nicht, wie man die nennt, Bunker sind es ja nicht, aber diese Einschübe oder Einbuchtungen, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich war da explosives Material, Munition gelagert, damit
wenn da was hochgeht, da sind auch immer Wälle dazu. Also ihr seht das vielleicht so rechts, richtig Erdhügel als Trennung aufgeschüttet. Es hat übrigens, als das noch militärmäßig aktiv war, da auch mal gebrannt. Da musste dann auch die Feuerwehr von Brüggen oder was, keine Ahnung, mal ausrücken. Ist aber schon einige Jahre her. Ja, jetzt verlasse ich hier auch den Brachterwald, beziehungsweise fahre hier mal ein Stückchen an der Landstraße lang. Fragt mich jetzt nicht, was für eine Landstraße das war. Ich glaube, die ging hier runter. Bostraat heißt die auf niederländischer Seite und auf deutscher Seite müsste es die L373 gewesen sein. Ja, und dann geht es hier auch schon, wie ihr seht, durch das nächste schöne Waldgebiet hier, Naturschutzgebiet natürlich alles, findet jetzt hier nicht unbedingt, was steht hier, genau, Naturschutzgebiet Lüsekamp und Boschbeek. Auch sehr schön. Wie ihr seht. Und also ich habe, mein Hauptanliegen war ja, durch viele Naturschutzgebiete zu fahren und hier eben auch durch den Mainweg. Ihr seht mal einen ganz tollen Radweg hier mit Betonplatten. Rechts übrigens die ehemalige Bahnstrecke, die von Dahlheim weiter bis nach Roermond ging. Ja, ich hätte jetzt das hier auch ein bisschen umfahren können. Ihr seht, da sind auch wieder ziemliche, ja, Pfützenlöcher. Da möchte man, selbst wenn man da mit dem Rad durchfahren würde oder wollte, das ist ja nicht gerade, also da muss man ja aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Ne? Das ist wirklich schlammig und hektische Lenkbewegungen sind da auch nicht so ganz gut. Ja, ab hier kommt jetzt, deswegen habe ich das jetzt mal verlangsamt, statt Zeitraffer, obwohl gleich wird es wieder ein bisschen schneller, weil ich diesen Abschnitt, der geht jetzt hier, wie gesagt, von eigentlich immer der deutsch-niederländischen Grenze, die ist jetzt eigentlich hier rechts von mir, entlang. Und was ich so toll fand, ihr seht das jetzt so ein bisschen, die Niederländer haben da wirklich einen sehr, sehr schönen Weg angelegt, der so 2-3 Kilometer lang ist. Ihr seht, der schlängelt sich so und die Oberfläche und der Belag ist wirklich erste Sahne. Und ja, was man sieht, ist nicht viel los. Aber selbst wenn man sich hier fußgängertechnisch begegnen würde, das ist also auch nicht unbedingt ein Problem. Ja, also wie gesagt, ganz tolle Sache hier mit diesem Weg gewesen. Der mündet dann auch wieder hier an einem Boss, steht hier an einem Hotel, Boss Hotel Flodrup. Da kann man hier rechts auch essen und sich hinsetzen, wer es denn mag. Jetzt geht es allerdings hier auf der Zufahrtsstraße weiter, aber ihr seht, unter der Woche hier gar nichts los. Ja, das ist jetzt halt auch ein Waldgebiet, was wie so eine Zunge nach Deutschland reinragt, von den Niederlanden aus. Und ja, das ist jetzt auch nicht so unbedingt hier als Hauptdurchfahrtslandstraße gedacht. Also von daher war das jetzt recht entspannt. Ja, und dann biege ich jetzt hier auch schon rechts wieder ab, ein Stückchen, bisschen waldiger. Und eigentlich geht es jetzt hier immer schnurstracks in Richtung Bahnhof Dahlheim, weil ich da um 18 Uhr den Zug noch bekommen wollte. Blöd ist nämlich, die haben das ein bisschen doof gemacht, dass der nächste Zug nach 18 Uhr
erst um 21 Uhr wieder fährt. Die fahren nämlich alle 2 Stunden, also 16 Uhr plus 2 Stunden, 18 Uhr, aber nicht in dem Rhythmus weiter, sondern von 18 Uhr sind es dann 3 Stunden, bis der nächste Zug fährt. Ja, ich bin jetzt hier schon an meinem Bahnhof angekommen. Ihr seht ein bisschen noch Fotosession. Ihr findet, wie gesagt, den Tourenlink für Komoot unter dem Video, wie immer. Weitere Informationen über nächste Touren findet ihr auch im Facebook in der Gruppe Fahrrad-Fahren. Ich mache mich jetzt hier wieder auf den Weg von Dahlheim zurück zum Bahnhof Mönchengladbach. Übrigens waren beide Strecken nur so circa 20, 25 Minuten. Übrigens hier, die Aufzüge sind sehr gut. Also da passen große Fahrräder rein, obwohl ich jetzt hier mein großes Klapprad bzw. Faltrad mitgenommen habe, weil ich ja nicht wusste, ob mein Fahrrad da in den Aufzug reinpasst. Aber werdet ihr gleich sehen, das passt wirklich ganz prima da rein. Also auch mein Bergamont-Fahrrad, was wirklich, wirklich groß ist und auch lang, hätte hier gut reingepasst. Ich habe nämlich schon böse Überraschungen erlebt in Düsseldorf Hauptbahnhof und in Neuss Hauptbahnhof. Personentunnel, Ausgang Europaplatz und Platz der Republik. Ja, da war ich nämlich echt froh, dass ich mein Faltrad mitgenommen habe. Da hätte nämlich mein großes Bergamont-Fahrrad da nicht reingepasst. So, ich bin jetzt hier wieder im München-Gladbach Hauptbahnhof angekommen. Übrigens, alle Gleise sind hier per Fahrstühle erreichbar. Auch dieses Ambiente hier mit diesen gebogenen Brücken, wo die Züge drüber fahren, die Gleise, hat irgendwas. Ich finde es ganz schön. Finde ich, hat so ein bisschen altmodisches Flair. Ja, wie gesagt, ich begebe mich jetzt hier zu Fuß zum meinem Parkplatz, der übrigens direkt hier vor dem Bahnhof ist. Allerdings liegt jetzt eigentlich der Hauptgang genau entgegengesetzt, wie ich gehe. Finde ich ganz gut. Man hat das hier angebunden, auch auf der Rückseite. Das ist jetzt hier wohl der modernere Anbau, den man gemacht hat, damit es also auch von der anderen Seite bahntechnisch beziehungsweise für die Leute, die mit dem Zug fahren möchten, auch aus dieser Seite hier zugänglich gemacht worden ist. Ja, da sind übrigens dann auch noch einige Supermärkte, also wer sich da nochmal, wer die Tour so fahren will, von hier, von dem Bahnhof aus, übrigens dank 49-Euro-Ticket werde ich ja noch dieses Jahr ein paar mehr solche Kombi-Touren machen mit Fahrrad und Zug. Und ja, ihr dürft also gespannt sein. Ja gut, ich fahre dann eben auch schon mal bestimmte Bahnhöfe an, mit dem Auto, weil es einfach dann praktischer ist. Wäre ich jetzt die ganze Strecke von zu Hause mit dem Zug gefahren, das hätte eine Stunde länger gedauert. Also das ist irgendwie auch nicht so bahntechnisch. Na gut, mit dem 49-Euro-Ticket kann ich ja nun mal nicht mit dem ICE fahren. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich ganz besonders freuen. Und ja, ihr seht, es wird schon langsam dunkel. Da hinten ist übrigens der Supermarkt rechts zu sehen, der da beleuchtet ist. Ich bin jetzt gleich am Auto. Winke, winke, bleibt gesund, macht's gut und hoffentlich hat euch das Video dazu angeregt, selber mal so ein Türchen zu machen. Winke, winke und tschüss.